Aus irgendeinem Grund interessiert mich ein anderer Platz, ne? Da möchte ich jetzt hinfahren und dann gibt das Auto irgendwie die Möglichkeit, das dann auch wirklich zu machen. Also zusammenzupacken und wieder weiterzufahren und wieder was Neues zu sehen. Also zum Skifahren bin ich gekommen mit, ich glaube, ich war 2 Jahre alt. Da hat mir der Dad zu Weihnachten so Plastikski gekauft. Und das hat mich dann das erste Mal so mitgenommen zu so einem Übungslift. Also eh zu dem Lift, wo wir jetzt meinen Van auch umgesprayt haben. Es war eigentlich sehr cool, das genau an dem Platz zu machen, wo ich irgendwie Skifahren angefangen habe. Und ja, Tiefschnee und irgendwo runterspringen hat mir halt dann immer schon taugt. Also das war immer schon ein sehr cooles Gefühl. Und das halt dann immer mehr geworden. Und ja, wo es dann so die ersten Freeride-Ski gegeben hat, da ist dann richtig losgegangen. Das war dann eine neue Welt. Fühlt man sich frei auf Ski? Ja. Freier wie sonst? Sagen wir so, es hilft, zumindest bei mir, dass ich die Gedanken ausschalten kann. Also ich glaube, ich mag das einfach, so schnell irgendwie am Berg runterzufetzen. Ich reise gern, weil ich glaube, das Gute ist, andere Lebensentwürfe zu sehen. Wie andere Kulturen so leben, wie sie aufwachsen, was da für Werte gibt. Und ich glaube, dass für einen selber, auch wenn man dann zurückkommt, sehr, sehr viel bringt, weil man dann viele Sachen, die man im eigenen kulturellen Umfeld gelernt hat, sieht, dass das komplett anders da sein kann. Und ich glaube, das macht es einem leichter, andere Lebensentwürfe auch zu akzeptieren. Ein bisschen aus dem rauszukommen, dass man sagt, nur so wie wir es machen oder wie ich es persönlich mache, ist richtig. Ein bisschen toleranter werden gegenüber anderen Lebensentwürfen. Was heißt Heimat? Ich glaube, am ehesten ein Platz, wo du dich wohlfühlst. Also von dem her kann Heimat dann eigentlich überall sein. Wahrscheinlich ist es eher ein Gefühl als ein spezieller Platz. Also wenn ich beantworten müsste, wie viel Heimat die Trucks sind, dann würde ich sagen, ist eigentlich gleich viel Heimat wie zu Hause. Also wie in der Wohnung. Parkst irgendwo einen Bus und bist dann unterwegs, exploren, gehst in die Berge oder bist im Meer. Und jetzt mal, wenn du dann wieder zum Truck zurückkommst, also egal wo du bist, ob du jetzt im Iran oder sonst irgendwo bist, dann ist halt der Truck auf alle Fälle immer ein Stück Heimat. Mein Name ist Markus oder Mocke Ascher. Ich bin aufgewachsen und lebe in Gramsach in Tirol. Und vor 3 Jahren haben der Fabio und ich zusammen den Snowmats Truck gebaut. Waren dann auch schon ziemlich viel damit unterwegs, haben größere Reisen gemacht. Haben uns dann aber immer wieder gedacht, war es wäre cool, wieder mal als sein Sohn zu Hause Ski zu fahren. Und ja, so wie es ausschaut, hätte es keinen besseren Winter dafür geben können, zu Hause zu bleiben.